Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP. Und in dieser Folge, Leute, werde ich ein Thema besprechen, welches jetzt, ja, relativ knapp ist und was ich eigentlich wahrscheinlich besser hätte vor einer Woche thematisieren sollen. Ich habe es leider nicht früher geschafft und das tut mir wirklich leid. Noch ist es aber nicht zu spät und ja, ohne lange groß um den heißen Brei zu quatschen, komme ich einmal ganz schnell zu der Bauaufgabe, die ich heute machen möchte, um danach direkt zum eigentlichen Thema zu kommen. Aber ich denke mal, jeder, der ja, den Titel lesen kann oder gelesen hat, der wird wissen, was ich thematisieren möchte. Kommen wir kurz einmal, wie gesagt, zur Baufolge. Ich habe ja hier jetzt ja, die Wand so weit hochgezogen, also das Profil hier schon weiter bearbeitet. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die Fenster und das Hochziehen dieses Stückchens hier, also in die, nach oben dann logischerweise. Und das möchte ich gerne mit euch in dieser Folge machen. Wir werden eventuell auch diese Wand dann noch ein bisschen nach oben ziehen. Ich habe neben mir wieder das Foto liegen, wo alles so ein bisschen, ja, dokumentiert wurde. Und ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mein Inventar allerdings diesmal nicht vorbereitet, wie man sieht. Das ist mein Inventar vom letzten Livestream. Ich habe ja vor einiger Zeit, wenn ihr die Folge seht, also für euch ist Montag, das heißt ungefähr vor anderthalb Wochen, habe ich ja einen Livestream gemacht, einen sehr spontanen Livestream, wo wir einige Sachen zusammengelootet haben aus der Höhle selber. Wir waren ja ganz unten da bei unserer Haushöhle oder wie man die auch immer nennen möchte. Und dort haben wir jede Menge Eisen und Diamanten und eine Enderperle und Lapis Lazuli und so weiter und so fort bekommen. Wer mir nicht glaubt, der Stream ist natürlich noch online auf meinem Kanal, also ihr könnt euch den nachträglich noch anschauen. Aber ich denke mal, die meisten von euch sollten wissen, wovon ich rede. Ich hatte euch die Aufgabe gestellt, mir zu schreiben, was ich aus den Diamanten machen soll unter diesem Stream. Und die meisten haben halt gesagt Werkzeug und deswegen machen wir das auch jetzt erstmal. Wir machen uns zwei nice Spitzhacken raus. So, ich könnte natürlich auch eine Schaufel machen, aber ich denke, Diamanten und Schaufeln, das beißt sich irgendwie. Ich finde, das ist total unpassend, aber naja, da muss jeder selbst wissen, was er macht. So. Ich nehme mal ganz kurz hier schon mal das Eisen raus. Wir haben jetzt 40 Stück. Ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube, ich... Moment mal. Ich würde lieben gerne noch einen Ofen machen, weil ich möchte Eisen eigentlich ungern im Ofensystem schmelzen, weil wir dann keine EP dafür bekommen. Weil ihr seht, wenn ich das jetzt hier rausnehme, dann kriege ich so EP-Punkte. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ist ja nur die Frage, wo ich die am besten hinsetze, die Öfen. Ich könnte die natürlich hier zwangsweise erstmal hier in den Kamin reintun. Das wäre, glaube ich... Ja, das machen wir. Das machen wir. Dann baue ich mir eben noch einen Ofen, dann bauen wir den anderen ab. So. Und dann setzen wir den da direkt rein und dann tun wir den anderen da drüber. Dann haben wir schon zwei Öfen. Aber dann muss ich erstmal hier alles rausnehmen. So. Wunderbar. So, dann packen wir, ja, erstmal 32 da rein und 32 da rein. Und dann hauen wir da das Eisen rein. Wunderbar, gut. Dann würde ich sagen, packen wir den Rest Eisen irgendwie mal, oder Gold auch natürlich, einfach mal hier so rein. Lapis Lazuli kann da auch rein. Ich tue mal einfach alles rein, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Schadet ja nicht. Das kann weg. Die Steine lasse ich jetzt nochmal. Eisen... Ja, ein bisschen Eisen nehme ich noch mit. So 6 Stück oder 7 halt, ist auch egal. Gut, dann sollten wir eigentlich alles haben. Soweit. Dann hole ich mir schnell mal ein paar Steinziegel aus meiner Base. Denn die brauchen wir natürlich auch für das Außenprofil. Ja. So, da haben wir schon wieder welche. Ja, nehme ich die auch noch mit. Daraus kann ich ja auch eben welche machen. Geht ja ganz zackig hier. So. Okay, wunderbar. Ja, das war nicht so wunderbar. Da haben wir auch noch welche. Wunderbar, die nehmen wir alle mit. Denn die brauchen wir auf jeden Fall. So, Glas brauche ich natürlich noch. Ich habe letztens... Leute, das tut mir echt leid. Ich bin echt ein Fischkopf. Also ohne Spaß. Letztens meinte ich so, haben wir eine Glastruhe? Haben wir mal das gemacht? Hier ist ja gar keine Glastruhe. Und dann schreibt mir natürlich, schreiben mir mehrere Zuschauer natürlich in die Kommentare, Mensch, Starke, bist du eigentlich vollkommen behindert? Bist du gegen einen Baum gelaufen oder was? Was ist das denn da? Ist das eine Glastruhe? Ja, tatsächlich. Und da ist Glas drin. Wahnsinn. Wie komme ich denn auf solch eine Idee? Und ich bin einfach nur blind wie ein Ochse. Das tut mir wirklich leid, Leute. Das war mehr als peinlich. Ich habe mich echt blamiert in dem Moment. Aber naja... Wofür gibt es euch, sag ich mal, Leute, die natürlich immer drauf achten. Dafür auf jeden Fall nochmal danke, sonst hätte ich die wahrscheinlich bis heute nicht gesehen.
Das ist echt ultra peinlich, aber naja. Hals- und Beinbruch. So, dann haben wir jetzt aber auf jeden Fall auch schon mal die geeignete Menge an Glasscheiben. Ja, soweit hätten wir eigentlich dann alles. Oder habe ich was vergessen? Ja, die Diamantspitzhacken tue ich jetzt auch erstmal weg. Die möchte ich nämlich nach Möglichkeit verzaubern. Das wäre schade, wenn wir die so verbrauchen. Dann würde ich aber sagen, machen wir uns noch eben schnell ein paar Eisenspitzhacken. Und dann haben wir es aber auch wirklich, Leute. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so viel vorbereiten muss. Aber ich laufe wieder mit den Folgen richtig, richtig, ja, in Probleme rein. Weil ich momentan nicht so gut zum Vorproduzieren komme. Und ja, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema dieser Folge. Denn ihr habt den Titel wahrscheinlich schon entnommen. Ich habe ein Community-Treffen geplant. Das habe ich schon mal in einer Folge thematisiert. Heute werdet ihr aber stichhaltige Infos bekommen. Wann, wie, wo, was und alles drumherum. Vorher werde ich aber noch einmal den Zeitumkehrer nutzen, kurz. What? Ja, das war... Nein. Oh Gott. Nein. What? Nein! Was war das denn? Oh Mann. Moment mal, ich wollte mir ja letztens noch... Aha, das habe ich... Ja, das fällt mir jetzt auch gerade erst ein. Wir können uns eben eine Eisenrüstung machen. Ist mir auch gerade eingefallen. Die Sachen kriegen wir zum Glück, denke ich mal, alle wieder. So, wunderbar. Dann holen wir uns schnell mal die Sachen wieder und dann geht's direkt los, Leute. Tut mir leid an dieser Stelle. Aber das ist manchmal das Problem an diesen Live-Aufnahmen, dass man absolut failen kann. Gerade wenn man da GLP heißt, dann passiert das halt hin und wieder mal. Und ja, kann ich nichts ändern. Tut mir leid. Tut mir leid, Leute. So, aber jetzt endlich mal zu den Infos. Ich habe mir tatsächlich ein Ticket vorbestellt. Ich habe jetzt, ja, meinen Platz gesichert. Und zwar bin ich am 17. November um 16.15 Uhr im Sinister in Düsseldorf. Und ja, wer da gerne Karten oder wer Karten dafür holt, der wird mich safe auf jeden Fall treffen. Und es haben auch schon einige Leute zugesagt, die sich schon Tickets geholt haben. Soweit ich weiß, zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, sind sogar noch Plätze neben mir frei. Also zumindest ein Platz. Und ja, ich werde auch alleine dorthin gehen. Also das heißt, ich werde jetzt keine Freunde oder so mitnehmen selber, weil ich denke, das ist einfach wesentlich entspannter, wenn ich da nur mit euch Zuschauern dann quasi interagiere, anstatt da irgendwie noch 20 Leute um mich rum zu haben, die ich so privat kenne. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also ich werde eventuell ein Vlog darüber machen, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, je nachdem, wie es halt so wird, ob ich da Lust zu habe, ob das Sinn macht, ob ich das gut finde. Ansonsten werde ich es halt so machen, dass ich eine Stunde vorher da sein werde und dass ihr mich dann natürlich auch gerne ansprechen könnt, wenn ihr das möchtet. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ihr müsstet mich dann natürlich ansprechen, weil logischerweise, ihr kennt mich, ich kenne euch aber nicht. Und ja, da kann es natürlich passieren, dass ich euch nicht direkt erkenne. Also ihr müsstet euch dann schon erkenntlich oder beziehungsweise erkennbar machen, dass ich weiß, dass ihr das seid. Und ja, ich weiß selber noch nicht so genau, wie das ablaufen wird. Ich denke mal, ich werde so, ja wie gesagt, eine Stunde vorher da sein. Ich werde mit einem Auto kommen, dahinter ist ja so ein Parkplatz, da werde ich auf jeden Fall dann irgendwie parken. Und ich werde, ja, ich guck mal, ich werde wahrscheinlich kurz draußen warten, aber wahrscheinlich auch nicht so lange, weil das Problem ist halt, es ist momentan schweinekalt draußen. Da macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, ja, draußen zu warten. Ich werde wahrscheinlich dann in der Vorhalle so lange warten. Das geht im Sinister in Düsseldorf eigentlich ganz gut, das ist auch ganz bequem eigentlich. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Aber ich denke mal, ihr werdet mich auf jeden Fall in der Vorhalle dann treffen. Und jetzt muss ich mal gerade nochmal hier überlegen, wie hoch ich die Scheibe baue, bevor ich jetzt hier Mist mache. Moment. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall gigantisch schon darauf, Leute. Vor allem, weil das ein Film ist, auf den ich mich super mega doll freue. Es ist ein Event quasi für mich, dass ich zum allerersten Mal gezielt Zuschauer treffe. Ich habe ja schon einmal jemanden getroffen. Der hat mich allerdings nur so zufällig halt getroffen. Und diesmal wäre es halt wirklich so ein richtiges Community-Treffen. Und ich finde, das ist etwas ganz Besonderes, weil es halt auch mein erstes ist. Und bis jetzt weiß ich safe, dass 3 Leute von der Community da sein werden. Viele wohnen halt auch weiter weg. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Tut mir auch leid an dieser Stelle für alle, die da nicht hinkommen können, weil sie eventuell in Hamburg oder so wohnen. Das ist schade, klar, aber ich werde mal gucken, ob man das irgendwann mal vielleicht dann auch nochmal in anderen Orten machen kann. Das Problem ist halt wirklich nur, ich muss da natürlich auch irgendwie hinkommen. Das ist, denke ich, auch logisch. Ich werde mein Bestes geben, dass das irgendwie klappt. Kann es natürlich nicht versichern, aber je nachdem, wie groß die Community wird, würde ich natürlich dann auch sowas mal machen, dass ich dann mal zu anderen Ortschaften quasi fahre, um ja da mal irgendwie so ein Community-Treffen zu machen. Ich weiß halt nicht, wie beliebt sowas ist, wie gerne sowas wahrgenommen wird von den Zuschauern.
Ich merke halt bei mir jetzt persönlich, dass es schon sehr, sehr gut ankommt. Also viele Leute möchten halt sehr gerne, aber viele können halt einfach nicht, wie schon aus besagten Gründen schon. Das ist natürlich schade und beweist mir aber trotzdem, dass es ja anscheinend genug Leute gibt, die da auf jeden Fall dabei wären, wenn sie die Möglichkeit hätten. Deswegen würde ich das auf jeden Fall tatsächlich häufiger machen. Und ich bin mega gespannt, euch mal so privat zu treffen, wie ihr so tickt, wie ihr drauf seid. Weil man kennt euch ja wirklich zwar schon relativ intensiv, weil viele von euch wirklich sehr aktiv sind, aber so wirklich gesehen bzw. mit euch geredet habe ich ja nicht. Das wird für mich auch eine absolute Awkward-Situation sein. Und ich muss mal schauen, wie ich darauf reagiere. Ich kann es echt nicht einschätzen. Was ich auch sagen kann, ich wurde relativ häufig jetzt gefragt, wie es aussieht, ob man mich umarmen kann oder so. Das wurde ich jetzt häufiger schon auf Twitter zum Beispiel gefragt. Ich denke, das ist auch nicht verkehrt, das mal kurz anzusprechen, damit die Leute Bescheid wissen. Also generell, ich habe keine Berührungsängste. Ich werde das natürlich niemals von mir aus machen. Also wenn ihr das möchtet, dann müsst ihr auf mich zukommen. Weil viele Leute sind natürlich relativ jung und ich bin halt schon erwachsen und ihr kennt das. Also ihr müsst dann schon auf mich zukommen und das von euch aus wollen. Ich würde das niemals von mir aus machen, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich nicht abgeneigt bin, beziehungsweise dass ich das nicht ablehnen würde. Weil ich finde, ich habe damit kein Problem, ehrlich gesagt. Nur, wie gesagt, da muss das wirklich von euch kommen, die Intention. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich muss mal kurz hier ein bisschen gucken, weil ich komme hier irgendwie nicht so gut voran, wenn ich die ganze Zeit quatsche. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich würde mich halt freuen, also wenn ihr Autogramm oder so haben wollt, müsst ihr das natürlich auch kurz erwähnen. Ich weiß halt nicht, ich habe keine Ahnung, ob sowas gewünscht wird. Ich habe, wie gesagt, noch nie sowas gemacht. Werd wahrscheinlich völlig überfordert sein mit der Situation, aber das wird schon irgendwie werden. Nur wenn ihr irgendwas möchtet, dann scheut euch nicht zu fragen. Nur fragende Menschen kann geholfen werden. Und ich reiß euch für keine Frage der Welt den Kopf ab, also immer, immer gerne her damit. Mit den ganzen Fragen. Und ja, dann gucken wir mal. So, ja, ich glaube, Leute, ich werde das nochmal ein bisschen versetzen, weil, Moment, ich muss mal ein bisschen auch auf mein Bild schauen. Ja, ich mache die Glasscheibe einen höher. Ich mache die noch einen höher, sonst geht das nicht so schön auf, wie ich mir das vorstelle. So, das heißt, wir haben eine Glasscheibe mit einer 10er Höhe, das heißt, die müssen auch nochmal weichen. So, und dann setzen wir da nochmal die Steine drauf. So, und jetzt muss das Ganze hier nochmal höher gesetzt werden. Das heißt, wir müssen jetzt einmal diese hier abbauen, dann diese hier komplett. Und dann natürlich noch den hier. So, und dann müssen wir 1, 2, 1, 2, so. Gut, ich glaube, das funktioniert soweit. Dann werden wir schnell die Scheiben einsetzen. Oder beziehungsweise ich guck mal erstmal, ob das jetzt hier so besser aussieht. Ja, ich glaube, ich könnte noch einen höher setzen. Oder? Ich bin gerade am gucken. Ja, ich werde den noch einen höher setzen. Wir machen es einmal richtig, Leute, dann ist es zumindest schon mal nicht verkehrt und es ist immer noch besser, als wenn man die Fehler später korrigiert. Nur jetzt gerade kann ich es halt noch relativ schnell und einfach korrigieren und draußen schreit wieder meine Katze, die will in mein Zimmer rein. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so. Ich hoffe, man hört sie jetzt gerade nicht in der Aufnahme. Aber die ist echt penetrant, muss ich sagen. So, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, ui, ja, da müssen wir jetzt hier erstmal ordentlich was wegklamüsern. Da müssen wir jetzt ordentlich was wegklamüsern hier. Also ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Das heißt, wir müssen noch den hier wegnehmen. Und dann hätten wir es. Ich glaube, dann sollte das auch von der Höhe funktionieren. Setzen wir direkt mal die Scheiben ein. Weil diesmal bin ich mir sehr sicher, dass es funktioniert. So, und Batsch.
Batsch und Batsch. Gut, Leute. So sieht das jetzt aus. Ich habe mich tatsächlich, ihr seht es jetzt natürlich auch schon, ich habe mich für die Dreier-Variante entschieden. Ich finde, das sieht schöner aus. Und ja, so macht es auf jeden Fall Sinn. Das sieht nicht verkehrt aus. Und da unten sterben wieder die Bücher. Okay. Bin ich ja froh darum, dass die sterben. Ich habe echt keinen Bock auf die. So, Leute, ja, das wäre die erste Schicht. Ich merke allerdings auch, das kostet natürlich jetzt auch enorm viel Zeit. Ich werde jetzt, glaube ich, noch eine eben machen, aber im Schnelldurchgang. Und dann würde ich die Folge aber auch schon wieder beenden. Ist natürlich auch ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht so den großen Fortschritt geschafft haben. Aber die Aufgabe selber muss natürlich auch erstmal irgendwie geregelt werden. Jetzt kann ich das natürlich routiniert machen. Aber vorher muss man natürlich gucken, wie das gemacht wird oder wie man das am besten machen möchte. So, Zeitumkehrer noch einmal. So. So, so, so. Vor allem die Glasscheiben, die brauchen immer so ewig, weil das Problem ist, die halt schön aufeinander zu stacken, weil die so dünn sind. Man hat kaum irgendwie... Ja, das meine ich hier. Man verbaut sich relativ schnell, wenn man sich nicht konzentriert. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und da schon wieder verbaut. Geil. Aber ich glaube, das wird richtig toll aussehen, Leute. Ich bin da echt von überzeugt. Von dem Ganzen hier. So, das hat jetzt quasi eine Höhe. Da wird jetzt noch einer oben drauf gesetzt. Irgendwann, irgendwie, so. Und jetzt müssen wir das noch eben mit Steinen auffüllen, damit das halt diesen schönen Übergang hat. Beziehungsweise damit das überhaupt hier irgendwie an das Mauerwerk ankoppelt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hoppala. Ja, die Eule, beziehungsweise generell das Fliegen hier, das ist so umständlich. Jedes Mal vertut man sich beim Klicken. Das ist, wer von euch die Harry Potter Universe Mod zum ersten Mal irgendwie spielt, probiert es einfach mal aus. Es ist der absolute Horror, mit diesem Flugmodus zu bauen. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Creative Mode. So, aber die Glasscheibe haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Dann würde ich sagen, machen wir die obere auch noch eben. Dann haben wir heute auf jeden Fall schon mal ein bisschen was geschafft wieder. Am dritten Gebäudekomplex. Aber diesmal setze ich die hier schon im Voraus. Ist einfacher, glaube ich, dann. So, der kann wieder weg. Und dann setzen wir die Glasscheiben wieder rein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Ah, der war falsch. Und dann müssen wir die noch mittig setzen und das hoffentlich richtig. Gut, dann gucken wir uns das nochmal kurz von außen an, um zu sehen, ob das wirklich die richtige Höhe ist. Aber das sollte es auf jeden Fall. Ja, und es ist auch so. Da müssen wir noch einen so setzen. Und jetzt nur noch Steine. Gut, ich glaube, das kann man so machen. Ich setze nochmal hier eben was. Finde ich auch gar nicht so verkehrt, dass das Mauerwerk hier zwei Steine dick ist. Da hat man später nochmal mehr Möglichkeiten. Und es wirkt einfach auch wesentlich massiver und durchdachter. So, Leute, das ist der heutige Fortschritt. Wie gesagt, ist nichts Weltbewegendes, aber ich denke, man kann trotzdem was erkennen und es sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da lasst. Und könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr am 17. beim Community-Treffen im Kino dabei seid zu Fantastic Beasts. Würde mich sehr, sehr freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao, Leute!